Mein Name ist Erwin Stadler, ich bin Keramikermeister und Kachelofenbaumeister und SOS Kinderdorf, Kind der ersten Generation. Meine Eltern waren beide Alkoholiker, haben sich natürlich dann auch nicht um uns gekümmert, konnten uns nicht versorgen. Und dann sind wir noch ins Kinderdorf gekommen. Alle Schwestern auch mit, die Kinder, wir sind zusammengeblieben, wir waren in Moosburg und ich habe ganz, ganz viele Freunde gehabt und es war richtig abenteuerlich schön. Und unsere Mutti war eine ganz liebe Frau und es hat uns an nichts gefehlt. Heute noch, nach so vielen Jahren, ist es immer noch meine Mutter. Ja, und dann ging es los. In München gibt es eine SOS Kinderdorf-Niederlassung. Die hat mich finanziell unterstützt, mir meine neue Werkstatt, meinen großen Traum erfüllt. Meine Selbstständigkeit, konnte Brennöfen kaufen für meine Keramiken. Später dann, wie mein großer Sohn vor der Berufswahl gestanden ist, ja Papa, könnte ich vielleicht doch Kachelofenbauer lernen? Ja, gerne. Meinen Kindern und meinen Enkelkindern möchte ich natürlich auch das weitergeben, was ich im SOS Kinderdorf sehr genossen habe und auch erlebt habe. Dieser Zusammenhalt, die Geborgenheit und dass man immer füreinander da ist, ist ganz was Wichtiges.